Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind gerade unterwegs zum Stall, das heißt Toto und ich. Denn ja, wir fahren zum Q im Stall, aber nicht nur zum Q, sondern auch zum Ruby. Denn ja, genau richtig, den habe ich momentan beim Q im Stall. Den habe ich mir jetzt mal über das verlängerte Wochenende geholt, um einfach mal mit beiden Pferden intensiv Zeit zu verbringen, um zu schauen, ja, was sagt denn Ruby eigentlich zu dem Stall von Q? Und ja, ein bisschen einfach die Zeit genießen. Ich war die letzten Tage auch schon ja, intensiv im Stall, habe auch viel, viel Zeit mit den beiden verbracht. Es hat auch schon sehr viel Spaß gemacht. Ich war mit Ruby im Gelände und ja, er benimmt sich sehr gut. Also am ersten Tag war er ein bisschen eingeschüchtert. Die letzten zwei Tage hat er so viel nach Stuten gewiehert wie der Q in dem ganzen Zeitraum, glaube ich, seitdem ich ihn habe, noch nicht. Also Ruby baut sich gerade ein Harem auf von seinen Stuten drumherum. Ja, also wir sind jetzt gleich da und dann nehme ich euch heute einfach ein bisschen mit. So, da sind wir nun im Stall und jetzt zeige ich euch mal kurz die Mäuse. Ich drehe euch einmal um, denn da chillt schon der Erste. Da ist der Ruby, der döst vor sich hin, hast ein bisschen Schlabberlippi. Oh ja, Schlabberlippi. Nur mein Schatz. Und das kleine Mäuschen döst genauso vor sich hin. Oh, was ist los? Ist da jemand müde? Okay. So kann man es auch machen. So viel zum Thema, ich möchte reiten. But I think we'll be alright. Ooh, come on. Isn't this really what life is all about? Doing what you can to have a good time. But baby, when I'm with you, I have the time of my life. Oh, you make me sing, yeah. Ooh, you make me sing, yeah. Come on. Oh, you make me sing, yeah. Ooh,
Und nachdem ich den Kleinen jetzt versorgt habe, den habe ich jetzt am Reiten noch abgespritzt, noch ein bisschen Schritt geführt, kommt jetzt Ruby dran. Den schmeiße ich jetzt einmal ein bisschen in die Halle, vielleicht zum Wälzen. Der stand heute Vormittag schon auf der Wiese. Und es ist brutal warm geworden. Und ja, das ist dann so, das ist die Temperatur, wo ich nicht mehr viel mit ihm wirklich irgendwie mache. Er ist halt semi-motiviert. Ich möchte heute nicht so laufen. Wir waren gestern und vor 2 Tagen waren wir schön im Gelände unterwegs. In eine sehr, sehr schöne Geländestrecke geritten. Und er war echt ganz brav und entspannt und es war super schön. Ihr könnt leiden, dass er gleich wieder losbrüllt, weil er nach irgendeiner Stute wieder schreit. Neben ihm stehen einfach 4 Stuten auf der einen Seite und das findet das sehr spannend. Finde ich so spannend? Man sieht es auch so ein bisschen an seinem Blick und so, ne? Also er ist sehr wach. Er guckt überall. Muss alles im Blick haben. Ja. Aber nein. Also im Prinzip ist er eigentlich relativ brav. Zwischendrin ein bisschen panzrig, wenn er nicht stehen bleiben will, weil er irgendwo was gesehen hat, wo er hin möchte. Aber so wie man jetzt sieht, ist er trotzdem insgesamt sehr, sehr brav. Es war übrigens lustig. Er hat ja auch eine Paddockbox. Er hat sich am Anfang nicht auf den Paddock rausgetraut. Da zeige ich euch jetzt mal eine Szene, wie dann der erste Paddock-Besuch quasi erst am 2. Tag ausgesehen hat. Und es ist übrigens ganz lustig, weil er nämlich meistens eigentlich nur dann auf dem Paddock steht, wenn irgendwie auch die Stuten draußen stehen. Wenn die Stuten alle in der Box sind, dann steht auch der Ruby in der Box. Alle im Griff immer, ne? Und alle im Blick. Was ist los mit dir?